Wir sind ein waldreiches Land und wissen daher Holz zu schätzen. Die Spielzeuglade in der Mittergasse in Bruck an der Mur denkt genauso. Spielzeug aus Holz, einzigartig und nachhaltig. Wir, die Spielzeuglade, gibt es uns jetzt stationär seit letzten Samstag, den 10.10., da haben wir die Eröffnung feiern dürfen. Online gibt es uns ja schon seit knapp 10 Monaten. Die Spielzeuglade ist ein neues Konzept, das was wir da in die Stadt Bruck gebracht haben. Eben, wie der Name schon sagt, das Thema Spielzeug, im konkreten Fall eigentlich Holzspielzeug, aus nachhaltiger Holzwirtschaft entsprechend, gesundheitlich unbedenklich und auch schön ästhetisch, also auch als Dekorstück auch gut zu nutzen. Also wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, wie ich schon gesagt habe, auch mit einem speziellen Konzept. Wie man da herin dann sehen wird, wir bieten auch zwei Spielecken an, wo sie die Kinder entsprechend aufhalten können, mit dem Spielzeug spielen können, testen können, bieten diese Spielecken aber auch für Institutionen, Organisationen auch im Komplettpaket an und bieten auch einen Bereich für die Eltern, wo man sich gemütlich hinsetzen kann, in aller Ruhe shoppen, schmökern kann, die Sachen anschauen kann. Und mit diesem Konzept möchten wir uns halt ein bisschen entsprechend abheben. Felix fühlt sich in der Spielecke sichtlich wohl. Das Sortiment an Holzspielzeug von traditionsreichen Herstellern wie Matador aus Österreich, Haber aus Deutschland ist pädagogisch wertvoll und gesundheitlich unbedenklich. Egal, ob Sie in der Brucker Mittergasse vorbeikommen wollen oder den Online-Versand in Anspruch nehmen möchten, in der Spielzeuglade Bruck an der Mur sind Sie in guten Händen. In schweren Zeiten ist es wichtig, die Probleme in einer Gemeinde zu erfassen und Lösungen zu finden. In der Marktgemeinde Thurnau hat der Bürgermeister diese bei einem Pressegespräch vorgestellt. Die Zahlen rund um Corona sind wieder im Steigen und da hat man sich in der Marktgemeinde etwas einfallen lassen, nämlich? Ja, die Corona-Pandemie nimmt ja die ganze Welt nach wie vor in Anspruch. Österreich ist massiv davon betroffen auch. Viele meinen, das ist die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und da gibt es viel Betroffenheit, viel Leid, nicht nur was die Gesundheit betrifft, auch was die Wirtschaft anlangt, was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betrifft und auch was sozial Schwächere anlangt, die es sowieso im Leben nicht einfach haben. Und daher haben wir als Marktgemeinde die Thurnau gesagt, wir möchten hier einen Beitrag leisten, dass jene, die ich vorhin genannt habe, eine Unterstützung erhalten in dieser Corona-Krise. Daher haben wir ein Maßnahmenpaket geschnürt mit 4 konkreten Unterstützungsmöglichkeiten. Es wird zum einen eine Förderung für unsere Wirte geben, das heißt Gastgewerbebetriebe, die Außenstationen aus der Marktgemeinde Thurnau können eine Einmalförderung in der Höhe von 150 Euro bei der Marktgemeinde Thurnau beantragen. Darf ich mich auch beim Tourismusverband Thurnau bedanken, die die Hälfte dieser Kosten übernehmen wird. Es wird das Einkaufsservice mit Anfang November wieder eingeführt, das heißt, es können hier Einkäufe bestellt werden im Bürgerbüro, auch Medikamente können hier bestellt werden und die Landjugend Thurnau wird dann dankenswerterweise diese Einkäufe abholen. Wir werden zum dritten den Heizkostenzuschuss des Landes, alle Thurnauerinnen und Thurnauer, die diesen Zuschuss beantragen, mit 10 Euro Thurnau-Gutscheinen zusätzlich unterstützen und zusätzlich ab November wird die SPÖ Thurnau einen Sozialfonds ins Leben rufen und hier werden Mittel, Einkommen des Bürgermeisters, des Vizebürgermeisters, der Gemeindekassierin Monat für Monat in diesen Sozialfonds fließen und damit auch sozial Schwächere in Form von Thurnau-Gutscheinen unterstützt werden. Es werden auch soziale Vereine und Organisationen durch diesen Fonds unterstützt werden und durch die Tatsache, dass hier Thurnau-Gutscheine angeschafft werden, wird natürlich auch die Thurnau-Wirtschaft zusätzlich unterstützt. Wie wird diese Unterstützung aus dem Sozialfonds ausschauen? Wie kommt man da zu einem Geld? Man kann sehr, sehr unbürokratisch bei der Marktgemeinde Thurnau oder bei den diversen SPÖ-Gemeinderäten anklopfen und sagen, ich brauche eine Unterstützung und dann wird diese Unterstützung zuteil werden. Sie haben gesagt, 3 Personen sind bei diesem Sozialfonds beteiligt. Wie schaut es generell in der Gemeinde aus? Ist man eigentlich da sehr offen für Unterstützungen? Ja, wir haben ja
immer schon das Credo gelebt, dass wir eine Gemeinde sind, die sich in einer hohen sozialen Verantwortung befindet, die ein großes soziales Bewusstsein hat. Und da bin ich sehr froh, dass neben mir auch die übrigen Mitglieder des Gemeinderates das so leben. Jetzt ist das eine natürlich die finanzielle Seite. Es gibt dann natürlich auch die gesundheitliche Seite. Wie schaut es rund um Corona in Thurn aus? Ja, wir haben, glaube ich, mit heutigem Stand 3 aktive Fälle. Wir haben schon mal weniger gehabt. Wir haben schon mal gar keine Fälle gehabt. Also ich glaube, das kann man jetzt in dieser Krise nicht sagen. Das ist fließend, es wird einmal mehr geben, es wird einmal weniger geben. Wichtig ist, dass man die dementsprechenden Hygienebestimmungen einhält und versucht wirklich jetzt in dieser wieder stärker werdenden heißen Phase hier wieder Abstand zu halten, damit eben die Gesundheit, was das Wichtigste ist, dementsprechend gewährleistet ist. Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer Fitnessreihe. Ich hoffe, ihr habt die anderen Übungen gut gemacht und jetzt gehen wir zu den nächsten 3. Bis gleich. So, die erste Übung ist eine sensomotorische Übung. Das heißt, wir machen da Einbeinübung in Kombination mit Gedächtnisaufgaben. Das heißt, man steht auf einem Bein, der Partner schmeißt den Ball zu. Links heißt Banane, rechts Apfel und beidbeinig fangen das Kirsche. Das heißt, man muss denken, wenn der eine sagt Kirsche, weiß ich, ich muss von beiden Händen fangen. Das kann ich eine Minute lang machen und dann wiederhole ich das ein paar Mal. Kirsche. Die zweite Übung ist eine Stabilisationsübung für den Rücken, fürs Gesäß, für die Hüften. Das heißt, ich lege mich auf den Rücken, winkel die Beine ab, hebe das Gesäß nach oben und strecke dann das eine Bein geradeaus und dann strecke ich beide Hände nach oben, nach 50 Sekunden wechsle ich und strecke das andere Bein. Das Ganze dauert 30 Sekunden und dann mache ich Pause und wiederhole das Ganze 2-mal. Die dritte Übung ist eine für die Bauchmuskeln. Das heißt, ich lege mich auf den Rücken, winkel die Beine an und gleichzeitig ziehe ich die Hände nach vorne. Früher nannte man das Klappmesser. Also Schwernis habe ich eine Kettlebell genommen, man kann genauso eine Wasserflasche oder ähnliches nehmen. Wichtig dabei sind wieder 10 bis 12 Wiederholungen, eine kurze Pause und dann das Ganze wieder 3-mal. So, das waren wieder 3 Übungen. Wichtig ist, dass du nicht das Aufwärmen vergisst, Ergometer fahren, laufen und dann die Muskeln ein bisschen dehnen, mobilisieren und dann kannst du loslegen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!